Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Half Minute Hero. Ja, längere Zeit ist es her, aber ja, ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Ich weiß noch, dass wir hier Knappe haben wollten, aber egal. Wir machen mit Quest 14, Nonne und Teufel weiter. Oh, wir sind doch da stehen geblieben und haben verkackt, genau. Hero 30. Okay. Wir brauchen kein Intro, wir können alles. Ich weiß noch nicht mal, wie die Steuerung ist. Verdammt. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Hier war nochmal Quest, noch einmal versuchen, genau. Genau. Entschuldigung. Noch einmal. Gehen wir nochmal rennen. Ah, okay, gut. So ist Rennen. Gut, passt. Also, ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt. Und warum ich das jetzt wieder spiele, ist natürlich klar. Irgendwann müssen auch Parts mal davon rauskommen. Irgendwann muss ich auch das Let's Play mal beenden. Es ist ja auch noch für euch, also... Gut, wir beten einmal. Heilen uns. Fressen den, wollte ich gerade sagen. Nein, wir reden mit dem. Wir gehen aber zuerst zu der Nonne. Und er ist dann zum Teufel. Ach, das war mit diesem komischen Rätsel doch hier. Gut, hier gab es noch eine Statue. Ja. Gott, finde den Dranium. Gott, ich finde es. Aber zuerst noch ein bisschen leveln, weil dieses Biest ist wirklich heftig, dieser Drache halt. Und ich will den Drachen auch mal besiegen. Ich weiß nicht, ob ich es im letzten Part geschafft habe oder nicht. Ist mir eigentlich auch jetzt total latte. Alter, ich schaff alles. So schaut's aus. Weiter, komm, weiter leveln. Ich bin jetzt Level 16, Level 17. Gut, komm. Schaut gut aus. Level 19. Geht das nicht schneller? Gut, noch einmal die Statue. Wir haben jetzt über 2000 Gold. Das sollte für eine längere Zeit fürs Leveln reichen. Ich levele mal bis Level 30. Ja. Ach ja, Leute, ich habe irgendwie Half Minute Hero vermisst zu Let's Playen. War aber auch schön. Und jetzt Let's Play ich es ja nicht mit... Wie heißt das Programm nochmal? Mit Camtasia, sondern mit Fraps. Hey, ich hatte gerade 3000, cool. Nein, nicht mit Camtasia, sondern mit Dextory. Ist wirklich ein gutes Programm. Und habe nur getestet, ob man damit das auch aufnehmen kann. Und es funktioniert bestens, also habe ich mir gedacht, ja, warum sollte ich nicht damit eigentlich versuchen, mal das Let's Play aufzunehmen wieder. Vielleicht Vollbild. Na, es ist ja eh Vollbild. Ich meinte 1080, aber das werde ich eh nicht machen. Hallo, das ist übertrieben für ein 8-Bit-Spiel. 1080. 720 sollte reichen. Ihr habt Ansprüche. Okay, Level 30 jetzt noch zu bekommen wird etwas schwierig. Schaffe ich das? Komm. Ach, noch einmal. Gott, wir haben Level 30, wir haben 4000. Wir futtern noch einmal und gehen jetzt zum Drachen. Ja, okay, diesen mit einem Schlag weg. Ich glaube nach rechts, oder? Ja, der Drache. Der ist unmöglich zu besiegen. Nee, der macht viel zu viel Damage. Den schafft keiner. Wenn ihr eine Videoantwort habt, dass ihr ihn wirklich mal gepoundet habt, dann schickt mir mal diese Videoantwort und zeigt mir, auf welchem Level ihr da wart. Weil das ist doch brutal. Auf welchem Level muss man da bitteschön sein, um ihn zu besiegen? Ich level noch weiter. Echt jetzt. Das ist nur ein Level-Part. Level-Run jetzt.
Auch wenn ich Level 50 erreichen werde. Was vom Geld her nicht klappen wird, aber ist mir wurscht. Wir versuchen es. Wir kriegen ja eh so viel Money dabei. Komm. Wir können es doch noch vielleicht schaffen. Boah. Es wird immer knapper. Komm, wir haben jetzt schon Level 35. Und wieder unsere 4000. Mann, warum machen die jetzt immer noch ein bisschen... Ah, jetzt überleben sie doch nicht mehr. Ich muss wieder wild werden, genau. Noch einer geht, einer geht, einer geht. Gott. Mann, 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 Mann. Ein reines Levelchen, Partchen, Pärtchen. Ja. Wir sind jetzt schon Level 38. Ist doch gut. Und wir haben schon wieder über 4000. Wie viel müssen wir eigentlich jetzt für die Statue schon zahlen? Bestimmt schon fast ein Tausender? Weiß ich gerade nicht. Cool, wir haben fast 5000. Ja, nein. Ah, jetzt müssen wir immer ein Tausender zahlen. Das wird jetzt schwer. Jetzt wird es wirklich heftig. Okay, Level 40 erreicht. Ich glaube, beim nächsten Mal... Ja, jetzt, wenn ich nochmal die Statue einsetzen muss, dann... ist das letzte Mal gewesen, wenn ich versuche, den Drachen da zu erlegen. Einen Versuch gebe ich noch. Okay. Nein! Nein! Dammit! Ja, gut. Fail, fail, fail. Tut mir leid. Ein Fail. So, jetzt nochmal. Wird nur noch gelevelt. Bis ich wieder bei Level 40 bin, genau. Wird nirgends reingegangen oder so, es wird nur gelevelt. Und am besten gleich wieder dahinter. Noch einer geht. Und noch einer geht, komm. Gott, ich kenne meine Grenzen. Was ist am Strand entlang für Gegner? Komm, komm. Dieselben, Gott. Wir sind Level 14. Gut, jetzt noch das eineinhalbfache davon. Das zweieinhalbfache davon, genau. Ich muss schon richtig sagen. Komm, 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 einer geht noch. Ich hab... Ach. Ich hab mich halt falsch bewegt irgendwie dabei. Und deswegen auch ein Gegner ist gekommen. Ja. Nein, einfach nur die Taste drücken. Was mache ich? Nein, ich bewege mich nochmal lieber. Ein Gegner soll kommen, soll mich umbringen. Ja. Gott. Jetzt haben wir wenigstens schon mal die Hälfte erreicht. Level 20 sind wir, Level 21 werden wir noch und ein Kampf geht noch. Gott. Weiter geht's. Level 22. Also wir kommen unserem Ziel immer näher. Und wir haben bis jetzt nur 2700 Gold. Gott. Ich muss noch an die 4000 wiederkommen. Bevor ich Level 30 erreiche, merke ich. Ah, jetzt bin ich wild. Na toll. Jetzt, wo ich die Zeit zurückdrehe. Verdammt. Alter, was geht ab? Okay. Sieht knapp aus mit dem Geld irgendwie. Ich frag mich nur, warum ich... Habe ich überhaupt die Mission schon angenommen? Weil ich glaube, ich kriege ja noch ein bisschen Geld schon mal für den Anfang. Oh, komm, 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 komm. Ah, ich habe sie noch nicht angenommen. Nein, ich kriege kein Geld, aber... Komisch. Normalerweise bekomme ich irgendwie... Ah, ich bin ein bisschen stärker, glaube ich, geworden.
Ja, ich glaube, da war noch was, dass ich dann stärker werde automatisch. Durch ihren Segen oder so, keine Ahnung. Ah, ich weiß, dass wir Level 30 sind und 4000 erreicht haben jetzt. Gut. Passt, soll mir recht sein. Noch einer geht, komm. Dass ich 30 Leben habe, ist mir wurscht. Ich habe mich bis jetzt kein einziges Mal heilen müssen, also komm. Ich glaube, wir schaffen es noch auf 5000 Gold. Bevor wir Level 40 haben. Ja, sowieso. Komm, das geht locker. Ach komm, einer, komm. Wie viel müssen wir zahlen? 700 bis jetzt. Gut. Wir liegen gut. In der Zeit auch noch. Ja, okay, komm. 4700, 4800. Entschuldigung, da hat sich mein Bildschirm ein bisschen ausgeschaltet. 5000 haben wir es geschafft, gut. Noch einmal heilen. Weiter geht's. Schaffen wir es noch auf 6000? Das wäre mal ein Experiment. Wir müssen ja eh noch leveln für den Drachen. Ich will ihn ja besiegen. Ich weiß nicht mehr, ob wir ihn besiegt haben oder nicht. Also. Level 38, ja. Yeah. Na, ich glaube, auf 6000 werden wir nicht mehr kommen, weil ich glaube nicht, dass wir einen ganzen Tausender pro Level schaffen. Pro Runde. Obwohl wir jetzt schon wieder fast bei 5000 sind. Ah, könnte knapp sein. Nee, das schaffen wir auf gar keinen Fall mehr. Ist ja ein Wunder, dass wir jetzt Level 40 erreicht haben. Na komm. Nein! Boah! Alter. Gut. 1100. Gott, wir leveln noch bis Level 50, glaube ich. Oder bis Level 45. Was halt näher ist vom Geldmangel her. Weil ich glaube, jetzt machen wir den Boss eh schon mit einem Schaden down. Leute, es gibt doch bestimmt solche Level, wo viele Gegner sind mit viel Money. Was ist das höchste Level, was man eigentlich erreichen kann? Wisst ihr das? Dann schreibt's mir in die Kommentare. Wäre eigentlich schon interessant für mich, herauszufinden, was das höchste Level hier bei Half-Minute Hero ist, was man erreichen kann. Egal ob Zeit abläuft oder nicht, ist mir wurscht, ich will halt nur wissen. Was ist das höchste Level? Oh, wir haben 5500. 5600. 5800. Nein, das ist mir nicht wert. Level 45. Komm, Level 46 passt. Gut. Ja, komm. Ich glaube, die Gegner werden auch stärker und man bekommt auch mehr Geld. Ja, okay, die Gegner werden nicht stärker, man bekommt einfach nur mehr Geld. Das sich mit der Zeit abgleichen kann. Oh, fast 6000 haben wir geschafft. Okay, ich glaube, jetzt schaffen wir es nicht mehr, aber wir werden Level 50 noch schaffen. Locker. Also wenn wir jetzt dann den Boss nicht mit einem oder zwei Schlägen gleich K.O. machen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja, okay, wir werden 6000 nicht mehr erreichen können. Das ist jetzt ein unerreichbares Ziel jetzt für uns. Nö. Nee. Level 50 können wir noch in dieser Runde erreichen, wenigstens. Eventuell noch Level 51. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Und es tut mir leid, wenn der Part hier nur aus Leveln und Leveln und Leveln besteht, aber es ist ja auch so gesehen nur eine Testaufnahme auch für mich, damit ich weiß, wie lange. Ja, oder ob es überhaupt gut geht, diese Aufnahme. Wie lange es fürs Rendern braucht und so, weil Camtasia, weiß ich, braucht nicht so lange.
Boah. Okay, das reicht mir. Level 51 Drache, ich komme. Ja, jetzt komm. Wir gehen in den Seitenweg. Komm. Ich habe ihn geschafft. Nein, ich konnte fliehen. Super. Ich wurde rausgedrängt, also man kann ihn nicht mal besiegen. Ist ja doof. Okay, gut, dann gehe ich eben nicht in die linke Seite rein. Ich weiß gar nicht mehr, wie man hingehen muss. Nö. Seitenpfad nehme ich. Gut, auch richtig. Also nein, ja. Ja. Nein, ja, ja, okay. Ah, geschafft, gut. Dranium haben wir gefunden. Wir geben es ihr. Elena ist mit dabei. Sie heilt mich, glaube ich. Ich habe es gerade nicht mehr gelesen. Ja, doch, sie heilt mich ein bisschen. Friedenkampf. Oh mein Gott. Ja, ein Kampf geht noch. Cool, wir werden jetzt mal Level up. Und geheilt. Obwohl ich gar keinen Schaden nehme. Okay, weißt du was? Ich lasse mich so lange heilen, bis ich jetzt wieder voll bin. Das ist auch mal witzig. Komm. Und noch einmal. Ach, egal. Jetzt kommt der Boss. Willkommen. Ah, das ist Papillon. Willkommen. Da hast du dir extra einen weiten Weg gemacht, nur um hier dein Ende zu finden. Herzchen. Nieder mit ihm. Tada, Note. Los geht's, Pipi Style. Heiliges Gestein Dranium, vertreibe die Flammen des Bösen. Brrr. Puh, das Drachenfeuer hat jetzt seinen Schreck verloren. Das ist unsere Chance, den Bösewicht zu bezwingen. Los geht's, Pipi Style. Wow. Oh je. Nein. Oh je. Dass ich einfach so von einem Menschen besiegt werde. Zwei Schläge, cool. Herzchen, ich werde wohl langsam alt. Also bis bald, Herzchen. Hadouken. Dieser Feuerschlag sah irgendwie geil aus wie der von Street Fighter. Hadouken. Hadouken. Pipi-Style, wir haben den Bösewicht tatsächlich besiegt. Das verdanken wir nur dir, Pipi-Style. Vielen Dank. Hier ein kleiner Ausdruck meiner Dankbarkeit. Dieser Lande, bla 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 bla. Wer es lesen will, soll es lesen. Ich habe keinen Bock mehr. Ein Schwertmesser. Mal schauen, ob es dieser Eisdolch mehr bringt oder nicht. Dachte ich's mir. Aha. Okay. Ah, okay. Wir gehen jetzt nach oben. Also hier... hier ist nochmal so eine Verzweigung. Cool. Aber das Epische werde ich noch vorlesen, das weiß ich. Das Epische werde ich wie immer geil vorlesen, natürlich. Ja, sende mal schneller. Dankeschön. Papillon war stärker als jeder andere Bösewicht bisher. Pipi-Style ersuchte die Hilfe von Schwester Elena. Indem er mit Hilfe von Dranium das Höllenfeuer bannte, konnte Pipi-Style gegen Papillon triumphieren. Doch was genau ist das Dranium, fragte sich. Jedenfalls nimmt Pipi Abschied von Elena. Nächstes Mal bei Hero 30, die Mumienwüste. Nö, nix gibt's Mumienwüste. Oh, da ist noch einer. Was dich wohl im Dorf im Süden erwartet hätte, bestimmt hätte sich da eine ganz andere Geschichte entwickelt. Natürlich. Oh, okay, die Mumienwüste. Aber im nächsten Part seht ihr Nonne und Teufel und diesmal mit dem Teufel. Also Leute, haut rein, euer Pipi-Style, tschüss. Bis zum nächsten Part.